werde ich gleichfalls Ihre Flucht nach Israel ansprechen und vielleicht, wenn da noch Zeit ist, so einige Probleme bei Ihrer Integration in den damals jungen jüdischen Staat. Ich möchte erstmal mit einer kleinen Pressemeldung aus dem Jahre 2008 in das Thema einsteigen. Damals veröffentlichte die israelische Tageszeitung Ydiot Achronot einen kurzen Beitrag mit der Überschrift „Libysche Juden fordern Entschädigung“. Adressaten waren aber nicht etwa die deutsche Regierung, wie man vielleicht meinen könnte. Schließlich waren ja auch große Teile Nordafrikas damals während des Zweiten Weltkriegs zeitweilig unter deutsche Kontrolle geraten, weshalb die antisemitische Politik auch die Juden in dieser Region betroffen hatte. Nein, vielmehr richtete sich die Forderung an die italienische Regierung sowie die des damals noch an den Schalthebeln der Macht sitzenden libyschen Revolutionsführers Muammar al-Gaddafi. Und verfasst war sie von Meir Kopalon, seines Zeichens Vorsitzender einer Organisation, die sich nennt World Organization of Libyan Jews, einer Interessensvertretung von Juden, die ursprünglich aus Libyen stammten, das sie verlassen mussten. Was aber war konkret geschehen und warum kam diese Forderung erst im Herbst 2008? Nun, vorangegangen war eine Vereinbarung zwischen Rom und Tripolis, in der sich damals Italien dazu bereit erklärt hatte, an Libyen 5 Milliarden Dollar als Entschädigung für die während der Kolonialzeit in den Jahren zwischen 1911 und dem Ende des Zweiten Weltkriegs begangenen Verbrechen zu bezahlen. Für 25 Jahre sollte Italien 200 Millionen Dollar pro Jahr überweisen, Gelder, die für den Ausbau der Infrastruktur Libyens vorgesehen waren. Ich denke, dass der Deal ebenso wie das Regime von Gaddafi mittlerweile Geschichte sein dürfte, aber und so die Argumentation von Kachalon damals, ich zitiere aus dem Text: In der Kolonialzeit kooperierten die Italiener mit den Deutschen und deshalb litten Libyens Juden aufgrund von Diskriminierung mitunter mehr als die Araber. Und ein anderes Mitglied der Organisation, Josef Maimon, ebenfalls ein Jude libyscher Herkunft, der dieses Schreiben damals mit unterzeichnet hatte, über das die Zeitung berichtete, ergänzte: Mehr als 620 libysche Juden wurden in den Lagern ermordet. Sie wurden zuvor nach Italien verschifft und starben oft auf dem Weg nach Bergen-Belsen schon. In der Tat hatten deutsche Truppen das jüdische Viertel von Tripolis, über 20% der Bevölkerung, also 20% der Bewohner Tripolis, waren übrigens jüdisch. Es gab 44 Synagogen besetzt und unter Mitwirkung der lokalen muslimischen Bevölkerung geplündert. Über 2000 Juden wurden daraufhin deportiert. Das zeigt einmal, dass natürlich die Shoah nicht eine rein europäische Angelegenheit war, sondern auch Auswirkungen hatte auf die Judenheiten Nordafrikas. Zum anderen zeigt es, dass auch teilweise damals Muslime an diesen Graueltaten mit beteiligt waren. Es gibt natürlich auch umgekehrt auch genug Geschichten darüber, dass Muslime Juden geholfen hatten in diesem Kontext. Aber mit dem Sieg der Alliierten in Nordafrika war das Leiden der Juden in Libyen keinesfalls beendet, ganz im Gegenteil. Im November 1945, also mehrere Monate nach Kriegsende, also drei Jahre vor der Gründung des Staates Israels, kam es zu ersten Pogromen, bei denen rund 140 Menschen starben. Vorangegangen waren Gerüchte, dass Juden den obersten Kadi, den muslimischen Richter, von Tripolis ermordet hätten und das Scharia-Gericht angezündet hätten. Im Lande damals gab es alliierte Truppen, vornehmlich Briten, die unternahmen nichts, um diesem Treiben ein Ende zu setzen. Das Interessante, vor dem Hintergrund der Ereignisse in Palästina in diesen Jahren, Juden und Araber hatten bereits begonnen, um die Vorherrschaft im Lande zu kämpfen und die Briten verloren zunehmend die Kontrolle, zeigten sich die damals in Libyen vorüberwiegend stationierten britischen Truppen und ihre Befehlshaber geradezu verständnisvoll dafür, was sich dort ereignete. Ich zitiere aus einem Bericht damals: Araber beneiden die Juden, weil sie vermögender sind, hieß es in einem britischen Bericht damals aus der Zeit. Außerdem sei, Zitat, ein anwachsendes Zionismus schuld. Durch diese Gewalttaten initiiert aber begann der Exodus der libyschen Juden. Lebten in den 1930er Jahren rund 38.000 Juden in Libyen, so war es im Jahr 1951 nur noch etwa 4.000. Die letzten Juden flohen nach dem Sechstagekrieg 1967, also zwei Jahre bevor Revolutionsführer Muammar al-Gaddafi die Herrschaft übernahm und als sich einer der radikalsten Kämpfer gegen Israel profilieren sollte.
Über 2000 Jahre jüdischen Lebens und Geschichte waren innerhalb kürzester Zeit beendet worden. Persönlicher Besitz und das Eigentum von Gemeinden, angefangen von den Synagogen bis hin zu den Friedhöfen, wurden vom libyschen Staat beschlagnahmt. Von den rund 38.000 Juden konnten etwa 5.000 nach Italien entkommen, die große Mehrheit aber floh nach Israel. Allein 1951, also in dem Jahr, in dem Libyen damals in die Unabhängigkeit entlassen wurde, kamen knapp 30.000 Juden aus Libyen zumeist mittellos in Israel an. Worauf ich exemplarisch hier mit dem Schicksal der Juden in Libyen hinweisen möchte, es gibt also ein weiteres Flüchtlingsproblem, das aber in den meisten Debatten rund um den Nahostkonflikt zu keiner Aufmerksamkeit erfährt. Dabei ist doch gerade immer die Flüchtlingsfrage, an der fast alle Lösungsansätze bis dato gescheitert sind, beziehungsweise von der es immer wieder heißt, dass sie so dringend gelöst werden müsste. Denn noch heute leben über 3 Millionen Palästinenser, die Nachfahren der rund 700.000 Flüchtlinge des Unabhängigkeitskrieges von 1948 sowie des Sechstagekrieges von 1967 unter teilweise elenden Bedingungen in Israels Nachbarstaaten. Über 130 UN-Resolutionen beschäftigten sich seitdem allein mit ihrem Schicksal. Doch was oft auch vergessen wird, auch 850.000 Juden in arabischen Staaten wurden damals zu Flüchtlingen gemacht. Nicht wenige von ihnen wurden aus genau den Ländern vertrieben, die bis heute den palästinensischen Flüchtlingen auf ihrem eigenen Territorium auch nach über 60 Jahren die elementarsten Bürgerrechte nach wie vor verweigern. Und im Unterschied zu den Palästinensern war der unfreiwillige Exodus der Juden damals total. In den ersten beiden Jahrzehnten nach der Gründung des Staates Israel verschwanden in der Region zwischen Marokko und dem Irak fast alle jüdischen Gemeinschaften. Von den mehr als 850.000 Juden, die vor 1948 dort lebten, sind zu Beginn des 21. Jahrhunderts weniger als 8.000 übrig geblieben. Die Mehrheit von ihnen lebt in Marokko, beziehungsweise es gibt eine kleine Gemeinde in Tunesien, vorzugsweise überwiegend auf der Insel Jeddah. Bei dem Thema Vertreibung von Juden aus arabischen Ländern kann man deshalb durchaus von einer ethnischen Säuberung gigantischen Ausmaßes sprechen, die, wie es Richard Holbrooke, ein ehemaliger UN-Botschafter der Vereinigten Staaten, einmal formuliert hatte, einfach unter den persischen Teppich gekehrt wurde. Zudem gab die internationale Gemeinschaft, was vorhin auch mal eben angedeutet wurde von Hannes, seit 1950 viele Milliarden Dollar aus, um die Lebenssituation der Palästinenser zu verbessern. Mit der United Nations Relief and Works Agency for Palestine gibt es sogar eine eigene Flüchtlingshilfsorganisation mit über 30.000 Mitarbeitern, die sich exklusiv um ihre Belange kümmert. Zum Vergleich, das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR, das sich um Abermillionen Flüchtlinge in 110 Ländern kümmern muss, verfügt gerade einmal über 7.000 Mitarbeiter. Und mit ihren jährlich 246 Dollar pro Kopf zählen die Palästinenser zu den am meisten von der Weltgemeinschaft alimentierten Gruppen. Von den UNHCR betreute Flüchtlinge erhalten im Durchschnitt dagegen nur 58 Dollar pro Kopf. Das so als Hintergrundinformation, um halt auch die Dimension zu verstehen, wie es zum Beispiel eigentlich bei dem vergessenen Exodus, wie ich es nenne, geht. Die jüdischen Flüchtlinge dagegen hatten nie internationale Hilfe erhalten. Ihre alles andere als unproblematisch verlaufende Integration musste aus eigener Kraft von ihnen und durch den Staat Israel geleistet werden. Jüdische Gemeinden, die wie im Falle Bagdads auf über 2600 Jahre Geschichte zurückblicken konnten, existieren heute einfach nicht mehr. 850.000 Juden mussten nach 1948 vor einer tödlichen Mischung aus Gewalt, antisemitischer Propaganda und staatlich sanktionierter Ausgrenzung aus den arabischen Ländern fliehen. Und 600.000 von ihnen fanden in Israel eine neue Heimat, die übrigen konnten in Europa und Nordamerika eine neue Existenz aufbauen. Und weil sie sich dort mehr oder minder erfolgreich integrieren konnten, werden sie schon lange eigentlich nicht mehr als Flüchtlinge wahrgenommen. Ich möchte nun den Blick ein wenig auf die Jahre vor 1948 richten und zeigen, dass die immer wieder formulierte Behauptung, in den Ländern Nordafrikas und in der Levante oder dem Irak hätten Juden und Araber in Harmonie miteinander gelebt und es die Zionisten gewesen seien, die diese vermeintliche Teilwelt durch ihr Projekt eines jüdischen Staates in der Region zerstört hatten, eher ein Mythos ist.
Zwar lebten in der Tat die Sephardim oder auch Misrachim genannten Juden im Nahen und Mittleren Osten seit Jahrhunderten relativ friedlich unter islamischer Herrschaft. Auch war im Vergleich zu den Aschkenasim, also den Juden Mittel- und Osteuropas, ihre soziale und rechtliche Situation bis in das 19. Jahrhundert hinein deutlich vorteilhafter. Doch als sogenannte Dhimmi waren sie eher das, was man heute als Bürger zweiter Klasse nennen kann. Der Begriff Dhimmi lässt sich am besten mit Schutzbefohlener übersetzen und bezeichnet den juristischen Status der Angehörigen all jener nicht-muslimischen Gemeinschaften, die bereits zu vorislamischen Zeiten im Besitz der ebenfalls für den Islam relevanten Schriften waren. In erster Linie traf dies auf Juden und Christen zu. Sie konnten auch weiterhin ihren Glauben praktizieren und unterlagen dem Schutz des jeweiligen islamischen Herrschers. Doch Dhimmis blieb vielerorts der Zugang zu den wichtigsten Regierungs- und Verwaltungsämtern versperrt. Sie unterlagen zumeist Sondersteuern, ihre Synagogen und Kirchen durften eine gewisse Größe nicht überschreiten und ihnen war nicht selten der Besitz von Waffen und Pferden untersagt. Diskriminierende Regelungen gab es sehr viele. Ebenso waren auch Pogrome und Ghettoisierung in der islamischen Welt nichts Unbekanntes. 1805 kam es beispielsweise in Algier zum sogenannten Schwarzen Schabbat, als mehrere hundert Juden von einem Mob getötet wurden. 1807 vertrieb der Sultan von Marokko per Dekret alle Juden aus den Stadtzentren in den jeweiligen Städten in seinem Herrschaftsbereich und zwang sie zur Ansiedlung in einem nur für sie bestimmten Areal, den sogenannten Meyas. Das ist ein marokkanisches Phänomen eines Ghettos. Und das Bild ist aber trotzdem viel komplexer. Um beim Beispiel Marokko zu bleiben, jüdische Kaufleute genossen dort auch zahlreiche Privilegien. Und sie dienten beispielsweise dem Sultan als diplomatische Vertreter in Kontakt mit den europäischen Mächten. Die wiederum bedienten sich Juden häufig als Diplomaten für ihre Interessen in Marokko und generell in Nordafrika. Diese Diskriminierungen sollten erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts teilweise aufhören, und zwar als Frankreich den Juden in Teilen seiner nordafrikanischen Besitzung die Bürgerrechte verlieh. So wurden beispielsweise 35.000 Juden in Algerien 1870 durch das Dekret Crémieux die französische Staatsbürgerschaft verliehen. Die Jure erhielten sie mit demselben Status wie die französischen Kolonialherren und zugleich legte dieser Schritt den Grundstein für die bis heute existierende starke kulturelle, sprachliche Affinität vieler marokkanischer, algerischer und tunesischer Juden zu Frankreich. Trotzdem waren gewalttätige Ausschreitungen gegen Juden selbst während dieser Zeit, während der europäischen Herrschaft, alles andere als ungewöhnlich. Insbesondere in Algerien kam es immer wieder zu Pogromen, zum Beispiel August 1934 in der Stadt Konstantin, wo es 25 Opfer gab, auch in Marokko und Tunesien. Doch eine völlig neue Dimension nahm die Bedrohung in den 1940er Jahren an. Die nationalsozialistische Ausgrenzung und Vernichtungspolitik in Europa hatte auch für die Juden in arabischen Ländern spürbare Auswirkungen. So galten die auf Druck der Nazis von Marschall Pétain und Mussolini verordneten antijüdischen Gesetze in Frankreich und Italien, ebenso für Marokko, Algerien, Tunesien sowie Libyen und antizipierten für einen relativ kurzen Zeitraum all das, was in den Jahren nach 1948 dann überall in der arabischen Welt zur grausamen Realität werden sollte. Juden wurden die Bürgerrechte aberkannt und ihr politischer und wirtschaftlicher Handlungsspielraum radikal eingeschränkt. Und im Irak beispielsweise initiierte das kurzlebige deutschfreundliche Regime von Rashid Ali im Sommer 1941 unter reger Mitwirkung der deutschen Botschaft vor Ort in Bagdad einen blutigen Pogrom, der unter Bezeichnung Verbot in die Geschichte eingehen sollte. Damals wurden zwischen 150 und 200 Juden ermordet, über 1000 verletzt und jüdisches Eigentum im Wert von mehreren Millionen Dollar zerstört. Wer übrigens an diesem Pogrom ebenfalls beteiligt war, war der Mufti von Jerusalem, Jamil al-Husseini, der zu dieser Zeit im Irak gleichfalls aufgehalten hat. Er in Kooperation mit dem deutschen Botschafter Grobber zusammen waren somit die treibenden Kräfte dahinter.
Aber auch schon zuvor, in den 1930er Jahren, waren Juden im Irak beispielsweise schon im Ansatz aus dem öffentlichen Dienst entfernt worden, immer mit dem Argument, um Platz für echte Iraker zu schaffen. All diese Ereignisse führten also zu einer Desillusionierung in den arabischen Ländern unter den Juden, die an irgendwie eine halbwegs gelungene Gleichstellung geglaubt haben. Diese Farbigen identifizierten sich fortan stärker mit der Idee einer jüdischen Eigenstaatlichkeit, die bis dato unter ihnen eher eine untergeordnete Rolle gespielt hatte. Denn wie auch in Europa sahen vor allem fromme Juden in dem Zionismus eine atheistische Bewegung und lehnten ihn deshalb ab. Andere wiederum standen in Opposition zum Zionismus, weil sie befürchteten, dass zionistische Aktivitäten sie in den Konflikt entweder mit den Kolonialherren bringen könnten oder aber mit der islamischen Bevölkerung vor Ort und damit den Prozess einer weiterhin erhofften Gleichstellung gefährden könnten. Dies traf insbesondere auf die jüngere Generation der irakischen Juden zu, die während der relativ kurzen Mandatszeit der Briten einen wahren Modernisierungsschub erfahren hatte, oder aber auch, wie in Nordafrika, diejenigen, die also von dem Erziehungssystem der Alliance Israélite Universelle, einem Netz von Schulen, die über alle französischen Besitzungen Nordafrikas verteilt waren, die also sich exklusiv an Juden richteten und entsprechend säkulare Ausbildungsmöglichkeiten boten. Und deshalb kam es dennoch in Tunis oder auch in Bagdad in den 1920er Jahren zu den ersten Gründungen von zionistischen Jugendorganisationen. Aber all das sollte sich in den Jahren nach 1948 grundlegend ändern. Denn die Gründung des Staates Israel bot zahlreichen arabischen Regierungen den Anlass, nun Juden in ihrem Machtbereich zu enteignen und zu vertreiben. Erste Drohungen wurden bereits im Herbst 1947 veröffentlicht, und zwar vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen, als dort über die Zukunft Palästinas und die Möglichkeit einer Teilung des Landes debattiert wurde. So kündigte beispielsweise Ägyptens UN-Botschafter Heiker Pascha an, ich zitiere aus seiner Rede, die Vereinten Nationen sollten nicht aus den Augen verlieren, dass die vorgeschlagene Lösung das Leben von 1 Million Juden gefährden könnte, die in islamischen Ländern leben. Eine Teilung Palästinas könnte in diesen Ländern einen Antisemitismus hervorbringen, der sogar noch schwieriger zu beseitigen wäre als der, den die Alliierten in Deutschland auszurotten versuchen. Wenn die Vereinten Nationen sich für eine Teilung Palästinas entscheiden, so werden sie verantwortlich für das Massaker an einer großen Zahl von Juden. Ferner sagte er, sollte ein jüdischer Staat gegründet werden, würden in Palästina Unruhen ausbrechen, die sich auch auf die arabischen Staaten ausweiten und zu einem Krieg zwischen beiden Völkern führen können. Denke Heiker Paschas Ausführungen lassen sich wohl kaum mit einer Sorge um das Schicksal der Juden in Ägypten begründen, denn zum Jahrestag der Balfour-Deklaration am 2. November 1945 war es auch bereits in Kairo, im Aleppo in Syrien und bereits, wie ich auch schon erwähnt hatte, in Tripolis in Libyen, angestiftet durch islamistische Gruppen, zu gewaltsamen Ausschreitungen gegenüber Juden gekommen, die keine Einzelfälle blieben. Und die Tatsache, dass er nicht nur von Ägypten sprach, sondern sich generell auf alle arabischen Länder bezog, lässt aber ein gewisses Maß an Kooperation auf regionaler Ebene schließen. Und Haykal Pascha war mit seinen Drohungen auch nicht alleine. Auch der damalige irakische Außenminister Fadl Jamali warnte ebenfalls vor den Vereinten Nationen, dass im Falle einer Teilung des Landes, Zitat, die Massen in der arabischen Welt nicht zurückgehalten werden würden, sowie interreligiöser Schaden und Hass entstände. Und im Mai 1948 beschloss die Arabische Liga bei einem Treffen in Kairo, dass Juden in arabischen Ländern die Staatsbürgerschaft entzogen und ihr Vermögen zur Finanzierung des Kampfes gegen Israel beschlagnahmt werden sollte. Alle in den jeweiligen Ländern lebenden Juden sollten automatisch als Angehörige des jüdischen Minoritätenstaates in Palästina, also man weigerte sich den Namen Israel überhaupt zu nennen, betrachtet werden, ausgenommen solche, die sich im Besitz einer fremden, also europäischen Staatsangehörigkeit befinden. Die gewalttätigen Ausschaltungen gegen Juden in mehreren arabischen Ländern, wie im syrischen Aleppo oder in Aden, die bereits 1945 und 1947 stattfanden,
sowie die unverhohlen artikulierten Drohungen vor den Gremien der Vereinten Nationen zeigen also in aller Deutlichkeit, dass es einige arabische Regierungen nicht bei verbalen Attacken genießen und es ernst meinten mit der Eliminierung des jüdischen Lebens auf ihrem Territorium. Und wie ernst sie es meinten, zeigte wenige Jahre später die Rekrutierung von ausländischen Experten. Beispielsweise organisierte SS-Standartenführer Leopold Leim, ein ehemaliger Gestapo-Mitarbeiter in Polen, in Ägypten unter dem Pseudonym Ali al-Nahr für die Geheimpolizei in Ägypten die Überwachung von Juden. Und er war nicht der einzige Nazi, der dort tätig war, immer auf dem Bereich der Judenpolitik. Johann von Leers wechselte vom Stab des Rasse- und Siedlungshauptamtes zum Leiter eines Instituts zur Erforschung des Zionismus in Kairo. Aber die Niederlage der arabischen Armeen im Unabhängigkeitskrieg von 1948 sollte dann auch das Signal für die Vertreibung der dort lebenden Juden sein. Eine ganze Palette wirtschaftlicher und politischer Zwangsmaßnahmen wurden eingeleitet und manche davon weckt Erinnerung an die nur wenige Jahre zuvor in Europa praktizierte Ausgrenzungspolitik. Die Vertreibung von Juden aus Nordafrika sowie im Nahen und Mittleren Osten fand aber keinesfalls überall zur selben Zeit statt und lässt sich mit den Ereignissen des Jahres 1948 alleine nicht erklären. Während die Gründung des Staates Israel eindeutig als auslösender Faktor für die Vertreibung von Juden aus dem Irak, Libyen, Syrien oder dem Jemen auszumachen ist, so waren es für die Juden Ägyptens Ereignisse wie die Sinai-Krise im Jahre 1956 sowie der vom Staatschef Gemal Abdel Nasser geprägte Pan-Arabismus als vorherrschende Ideologie, die ihr Schicksal bestimmen sollten. Im Fall Ägyptens lässt sich sogar zudem eine Zeit lang eine Art Zickzack-Kurs beobachten, denn kurzzeitig sah es so aus, als nach dem Sturz von König Farouk im Jahr 1952 durch eine Gruppe Militärs Ägypten sich in seinem Verhältnis zu Juden wieder ein wenig entspannt. Ihr erster Anführer Ali Mohammed Najib stattete sogar zu Yom Kippur 1952 der größten Synagoge in Kairo einen Besuch ab und betonte, dass die neue Regierung Ägyptens Juden keinesfalls mit den Zionisten gleichsetzen würde und sie als Staatsbürger nach wie vor betrachten würde. Doch diese relativ versöhnlichen Gesten war es schnell wieder vorbei, als dann ab 1954 Gemal Abdel Nasser alleine das Sagen hatte, sich in dieser Clique der Militärs durchgesetzt hatte. Die von ihm eingeleitete, sehr rigide Arabisierungspolitik sowie die Verstaatlichung der Wirtschaft führten zu einer Vertreibung aller nicht-arabischen Minderheiten aus Ägypten. Juden waren da keinesfalls alleine. Auch Griechen und Italiener, von denen es Zehntausende, vor allem Alexandria gab, eine Stadt, die zu mehr zur Hälfte nicht-arabische Bevölkerung hatte vor der Zeit, musste das Land verlassen. Und auch im Irak hatten Politiker wie Nuri al-Said bereits 1949 die Vertreibung von Juden als Reaktion auf die Flucht der Palästinenser angekündigt. Also der Prozess der Dekolonisierung, der damals einsetzte, die Konstruktion arabischer Nationalismen auf Kosten von ethnischen und religiösen Minoritäten und das Aufkommen islamistischer Bewegungen, wie die Muslimbrüder, die bereits in den 30er Jahren einen radikalen Antisemitismus anfingen zu predigen, sorgten also mit für den Exodus von Juden aus allen arabischen Staaten, der sich dann aber über zwei Jahrzehnte ungefähr hinzog. Ich möchte in diesem Kontext den renommierten Islamwissenschaftler Bernard Lewis zitieren, der die Phase so umschrieb in einem prägnanten Satz: Eine neue Militanz hatte um sich gegriffen und ließ keinen Platz für andere. Das bezog sich, wie im Beispiel Ägypten, nicht unbedingt nur auf Juden. Sie waren die Hauptleidenden, gab auch alle anderen Gruppen, die davon betroffen waren. So war es in Algerien der Rückzug Frankreichs im Jahr 1962 nach über 10 Jahren Kolonialkrieg, der dort das Ende der jüdischen Gemeinden einleiten sollte. In Marokko und Tunesien dagegen war es die Niederlage der arabischen Armeen im Sechstagekrieg 1967, die zu staatlich sanktionierten Ausschreitungen führte, woraufhin die noch verbliebenen Juden diese beiden Länder zumeist fluchtartig verlassen mussten. Ihnen wurden Sympathien mit dem Feind vorgeworfen
Und wie am Beispiel Tunis, es geschah, dass ein hysterisierter Mob die große Synagoge der Stadt in Brand setzte. Im Weiteren möchte ich nun den Blick auf Palästina bzw. den Staat Israel richten und zeigen, wie die Ereignisse des Zweiten Weltkrieges die Juden in den arabischen Ländern verstärkt in den Überlegungen der Entscheidungsträger der zionistischen Bewegung rücken ließen. Denn für die Verwirklichung des Projekts, eines Wunsches, einen jüdischen Staat zu errichten, war ja die Stärkung des jüdischen Bevölkerungsanteils in Palästina dringend notwendig. Doch die nationalsozialistische Vernichtungspolitik hatte nun mal die Zahl der potenziellen Einwohner dramatisch reduziert. Am Ende des Krieges fanden sich in Europa ungefähr noch 1,2 Millionen Juden, die meisten durch Verfolgung, Flucht und KZ physisch und psychisch geschwächt. Und nicht jeder der Überlebenden zeigte sich motiviert, nach Palästina auszuwandern. Um den bereits 1942 von David Ben-Gurion präsentierten Plan einer Masseneinwanderung, den sogenannten Tochnit Million, zu Deutsch der Plan für eine Million, realisieren zu können, kam also daher in den Überlegungen der Protagonisten der zionistischen Bewegung damals, den sephardischen Juden, fortan eine zentrale Rolle zu. Das Ziel einer gelenkten Masseneinwanderung von Juden aus arabischen Ländern konnte jedoch erst nach der Staatsgründung verwirklicht werden. Wie im Falle Libyens fand diese teilweise anfangs eher im Verborgenen statt. Emissäre aus Israel mussten dort in der zweiten Hälfte des Jahres über 1948 über 1000 Juden aus dem Land schmuggeln, weil die britische Militärverwaltung eine Immigration von Juden blockiert hat. Sie hatten keine Lust, noch mehr Juden nach Palästina auswandern, das Problem, was sie eh nicht im Griff bekamen, weiter verschärfen. Als diese dann aber am 2. Februar 1949 aufgehoben wurde, weil die Briten daran jetzt keine Presse mehr hatten, Israel schon existierte, stellten innerhalb von wenigen Tagen über 8000 Juden einen Ausweisantrag. Die meisten von ihnen reisten damals via Italien nach Israel weiter. Bis zur Ausrufung der Unabhängigkeit Libyens im Jahr 1951 verließ die Mehrheit aber auf israelischen Schiffen das Land. Geradezu generalstabsmäßig dagegen organisierte Israel auch die Evakuierung von Juden aus dem Jemen und dem Iran. In der Operation auf Deutsch Fliegender Teppich wurden 1949 rund 50.000 Juden aus dem Jemen nach Israel ausgeflogen. Möglich war dies, weil man zuvor noch über das britisch kontrollierte Aden geflohen war, wohin die meisten jemenitischen Juden geflohen waren. Zuvor hatte man eigens eine in den USA registrierte Airline gegründet, und zwar die Near East Air Transport Company, die daraufhin die Evakuierung mit 11 Flugzeugen aufnahm und dann diese Personen nach Israel brachte. Ähnliches auch im Irak. In der Operation Ezra und Nehemia wurden innerhalb von relativ kurzer Zeit 120.000 irakische Juden nach Israel gebracht. Zuvor waren bereits rund 10.000 überwiegend junge irakische Juden über den Iran Richtung Israel geflohen, zumeist mit Hilfe von professionellen Menschenschmugglern. Dort wurden sie dann in der Regel von den in den USA beheimateten jüdischen Hilfsorganisation Joint Distribution Committee in Empfang genommen und dann weiter nach Israel gebracht. Im März 1950 dann aber eröffnete Iraks Ministerpräsident ihnen die Möglichkeit, das Land ganz legal zu verlassen. Vorausgesetzt, man gibt vorher seine irakische Staatsbürgerschaft auf. Für den Zeitraum von genau einem Jahr sollte diese Regelung gelten und die Regierung in Bagdad hoffte damals, einige tausend ärmerer Juden einfach so loszuwerden. Wie zuvor im Jemen sollte die Near East Air Transport Company die Evakuierung organisieren. Aber sehr zur Überraschung der Machthaber im Irak, aber auch zur Überraschung der Verantwortlichen in Israel selbst, wo zuvor überhaupt Diskussionen stattgefunden hatten, ob man eine so große Zahl oder eine größere Zahl Flüchtlinge aus dem Irak überhaupt verkraften könnte, ließen sich bis Januar 1951 über 85.000 Juden zur Auswanderung registrieren. Eine Bombenexplosion in einer der großen Synagogen Bagdads am 14. Juni 1951 beschleunigte den Wunsch der meisten irakischen Juden, dem Land den Rücken zuzukehren. Weitere 30.000 wollten im Irak vor dem 9. März 1951, der Deadline für die Möglichkeit
das Land auf Basis der Aufgabe der irakischen Staatsbürgerschaft zu verlassen und emigrieren. Zuerst wurden sie via Zypern nach Israel ausgeflogen, später direkt. Und kaum war der 9. März 1951 verstrichen, erklärte die irakische Regierung, dass der gesamte Besitz der Juden, die die irakische Staatsbürgerschaft abgegeben hatten, nur an den Staat Irak falle. Über 200.000 Einwanderern stellen die aus Marokko stammenden Juden quantitativ die größte Gruppe der sephardischen oder misratischen Israelis dar. Und ihre Einwanderung fand auch über einen relativ langen Zeitraum statt. Dies hatte auch ganz konkrete Gründe, wie bereits im Fall der irakischen Juden war Israel unmittelbar in den ersten Jahren nach der Staatsgründung mit dem Problem der Immigration von Juden in vielfacher Hinsicht überfordert. Diejenigen sollten definitiv Vorrang haben, deren Leben wie im Irak oder in Libyen oder auch besonders im Jemen unmittelbar bedroht gewesen war. Genau deshalb ging man bei der Auswahl von potenziellen Einwanderern zuerst recht selektiv vor in Marokko. Anfänglich erhielt nur die Altersgruppe zwischen 18 und 45 sowie vermögende Familien das Recht auf Einwanderung. Erst 1955 änderte Israel diese Haltung und öffnete sich allen auswanderungswilligen marokkanischen Juden. Und als das Land von Frankreich 1956 in die Unabhängigkeit entlassen wurde, kamen allein in den ersten 6 Monaten 36.000 Juden aus Marokko nach Israel. Und die überwiegende Mehrheit dieser Juden aus Nordafrika und dem Nahen Osten lebte Israel weniger aus zionistischen Motiven heraus zu seiner neuen Heimat, sondern eher aufgrund einer stark ausgeprägten religiösen Affinität und vielleicht kann man so sagen messianischen Gefühlen. Oder einfach nur deshalb, weil sie keine andere Möglichkeit hatten, woanders hinzugehen. Und einmal dort angekommen, fanden die Juden aus arabischen Ländern ein europäisch geprägtes Land vor, das wenig Respekt oder gar Interesse für ihre Kultur und Traditionen zeigte. Das an sich ist eigentlich wenig bemerkenswert, denn, ich möchte jetzt den Historiker Damdina zitieren in diesem Kontext, dabei verhalten sich die zeitlich nacheinander geschichteten Einwanderergruppen und ihre Nachfahren analog einem für Einwanderergesellschaften signifikanten und ständig reproduzierten Verhaltensmuster. Es gilt also die Überlegenheit der Alteingesessenen gegenüber den Neukömmlingen. Das ist also ein typisches Phänomen für Einwanderungsländer, nicht nur für Israel. Doch im Falle Israels kommen noch ein paar weitere sehr spezifische Aspekte hinzu. Das beginnt also mit der unterschiedlichen Ausprägung dessen, was man vielleicht jüdisches Bewusstsein nennen könnte. Unter den Aschkenasim dominierte ein Selbstverständnis als Angehörige des Ha'am HaYehudi, zu Deutsch des jüdischen Volkes, das beeinflusst durch die verschiedenen Nationalismen in Europa des 19. Jahrhunderts ebenfalls eine zunehmende nationale Konnotation erhalten sollte. Das traf für die Zionisten übrigens ebenso zu wie für die überwiegend nicht-zionistische Mehrheit der osteuropäischen Juden, die sich eher als eine Ethnie unter vielen zu betrachten begannen und entsprechende Forderungen nach einer Anerkennung und Gleichstellung als nationaler Minderheit stellt. Im Kontext des islamischen Orients dagegen waren die Grenzen weniger ethnisch als religiös definiert. Die sephardischen Juden gehören demnach eher einem stärker religiös konnotierten Am Israel an, einem Volk Israel, denn dem jüdischen Volke, hat Diener in diesem Kontext auch geschrieben. Diese unterschiedlichen Grundierungen des jüdischen Selbstverständnisses repräsentieren so etwas wie die Ausgangsbasis für zahlreiche Konfliktlinien innerhalb der israelischen Gesellschaft, die eigentlich so bis in die Gegenwart nachhallen. So empfanden zum Beispiel viele sephardische Juden bestimmte Vorstellungen von Zusammenleben im jüdischen Staat, die sich nun mal vornehmlich an säkularen Kriterien als reichlich fremd und stießen bei ihnen daher auf Ablehnung. Ein gutes Beispiel dafür ist der endlose Streit um die Einführung der Zivilehe in Israel. Abgesehen von der großen Mehrheit der Orthodoxie sind es vor allem nicht wenige sephardische Israelis, bei denen dieses Modell der Eheschließung auf Ablehnung stößt. Umso traumatischer wurde auch für viele Juden aus den arabischen Ländern die ersten Monate in Israel selbst. Um einige Beispiele zu nennen: die aus dem Irak eingeflogenen Juden wurden zur Begrüßung erst einmal mit dem Insektenvertilgungsmittel DDT eingesprayt. Eine Tatsache,
die bei vielen von ihnen ein Gefühl tiefer Demütigung hervorrufen. Es gab zahlreiche Fälle, bei denen die menichischen Familien nach ihrer Ankunft in Israel die Kinder weggenommen, für tot erklärt und aschkenasischen Familien zur Adoption übergeben wurden. Das Ganze ist bis heute nie hundertprozentig geklärt, ist nach wie vor Gegenstand sehr, sehr emotional geführter Debatten in Israel. Alle Einwanderer selbst, damit unterschied man natürlich die Einwanderer aus Marokko und wenig von denen, die aus Polen kamen, unterwarf man einem tiefgreifenden Prozess der Israelisierung oder wie es David Ben-Gurion einmal formulierte, wir wollen keine Araber als Israelis. Es ist unsere Pflicht, den Geist der Levante, der Individuen wie auch Gesellschaften zerstört, zu bekämpfen. Der arabische Hintergrund der Sephardim stellte im Denken der meisten aschkenasischen Entscheidungsträger in Israel selber in den Gründungsjahren in vielerlei Hinsicht ein Risiko dar. Zum einen war es die Wahrnehmung der Sephardim als eine Gruppe, die aus Ländern stammte, die bis dato keinen Anschluss an die Moderne gefunden hatten. Ihre vermeintliche Rückständigkeit wurde im strategischen Denken als ein Nachteil in der Auseinandersetzung mit den arabischen Staaten gesehen, der mit allen Mitteln korrigiert werden musste. Zum anderen war in den formativen Jahren die Konstruktion einer israelischen Identität eines der primären Ziele des jungen jüdischen Staates. Den Juden aus arabischen Ländern ging es dabei nicht unbedingt anders als den Einwanderern aus Europa. Exemplarisch zum Beispiel der Druck, der auf alle ausgeübt wurde, sich als erkennbares Zeichen dafür, dass man die Diaspora hinter sich gelassen hat und überwunden hatte, einen hebräischen Namen zuzulegen, um so schnell wie möglich die hebräische Sprache zu erlernen. Und ebenso wie gegenüber dem Schicksal der Juden, die der Shoah entkommen waren, verhielt man sich in diesen Jahren relativ indifferent gegenüber der Geschichte der sephardischen Juden. Die Integrationspolitik der Regierung der Arbeiterpartei, die bis 1977 die Geschicke des Landes bestimmen sollte, war in diesem Kontext äußerst fatal. Sephardische Juden wurden überwiegend in trostlosen, sogenannten Entwicklungsstätten in der Negev-Wüste oder der Jordansenke, also in der Peripherie, angesiedelt, wo es kaum Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten gab. In den fruchtbaren, einfacher zu bewirtschaftenden Gebieten wurden bis auf wenige Ausnahmen nur Einwanderer aus Europa angesiedelt. Und auf dem vom Gewerkschaftsverband Histadrut dominierten Arbeits- und Ausbildungsmarkt jener Jahre hatten sie zudem wenige Chancen, außerdem besetzten die aus Europa stammenden Juden alle Schlüsselpositionen in der Regierung, in Wirtschaft und Militär. Zwar bezeichneten sich die aschkenasischen Eliten damals als sozialistisch, aber sie zeigten wenig Bereitschaft, ihre Pfründe zu teilen und behandelten diese Sephardim in einer paternalistischen Art und Weise, die sich bald rächen sollte. Denn das gesellschaftliche Leitbild, das weit bis in die 70er Jahre hinein nach außen propagiert wurde, war der blonde Kibbutznik mit der Uzi-Maschinenpistole in der Hand, der das Land aufbaute und zugleich verteidigte. Die große Mehrheit der Israelis war weder blond, noch lebte sie in einem Kibbutz. Und langsam aber sicher begann sich unter den Sephardim auch das Bewusstsein auszubilden, dass ihr demografisches Gewicht in politische Münze verwandelt werden konnte. Das Jahr 1967 markiert in diesem Kontext einen ersten Wendepunkt. Für die überwiegende Mehrheit der sephardischen Israelis jedenfalls bedeutete der Sechstagekrieg so etwas wie das eigentliche Gründungsdatum des Gemeinwesens des Staates Israel aus ihrer Perspektive, weil es der erste relevante Waffengang war, an dem sie einen ganz entscheidenden Anteil hatten. Zudem bediente die Eroberung des sogenannten biblischen Kernlandes und die damit einhergehende mythische Legitimation eher ihr Selbstverständnis von dem, was jüdisches Bewusstsein überhaupt ausmacht. 1977 brachen sie die Vormachtstellung der Arbeiterpartei, indem sie den Likud zu ihrer politischen Heimat auserkoren. Obwohl dessen Führungspersonal gleichfalls eigentlich fast überwiegend aschkenasisch war, sahen sie in der Unterstützung von Politikern wie Menachem Begin oder Ariel Sharon die Möglichkeit, an der Wahlurne dem aschkenasischen Establishment alter Prägung einen Denkzettel zu verpassen. Abschließend möchte ich noch auf ein anderes Thema eingehen, was so ein bisschen auf die Entwicklung dessen, was unter dem Aspekt der Kompensation der Anerkennung jüdischer Ansprüche in der arabischen Welt geht, welchen Stellenwert das hat, wie sie heute behandelt werden.
Dazu sollte man vielleicht wissen, dass allein in den Jahren zwischen 1947 bis 2003 zum Nahostkonflikt über 681 UN-Resolutionen verabschiedet wurden, wo, wie vorhin mal erwähnte, 130 davon sich direkt oder indirekt mit der Not der palästinensischen Flüchtlinge beschäftigen. Aber nicht eine einzige thematisiert auf den ersten Blick explizit das Schicksal der jüdischen Flüchtlinge aus den arabischen Ländern. Doch in der UN-Resolution 242, die ja relativ bekannt ist von 1967, gemeinhin als einer der Meilensteine auf dem Weg zu einer möglichen politischen Lösung des Nahostkonflikts, wird sie interpretiert, ist die Rede von einer, ich zitiere aus der Resolution, einer gerechten Lösung des Flüchtlingsproblems. Der sowjetische UN-Botschafter scheiterte damals mit dem Versuch, in diesem Zusammenhang nur von den palästinensischen Flüchtlingen zu reden. Das heißt, die Tatsache, dass man dort palästinensisch ausgelassen hat in dieser Formulierung, kann man deuten, dass man auch in diesem Kontext von jüdischen Flüchtlingen reden kann. Das Ganze ist halt dem Widerstand der Vereinigten Staaten zu verdanken, die also mit Blick auf die Sepharden genau diese Formulierung bewusst vage haben wollen, formuliert haben wollen. Jüdische Flüchtlinge könnten sich also rein theoretisch bei der Artikulierung ihrer Forderungen ebenso wie die palästinensischen auf genau diese UN-Resolution berufen. Auf die politische Tagesordnung kehrten die Juden aus arabischen Ländern und ihr Schicksal während der Friedensverhandlungen von Camp David im Juli 2000 zurück. Der damalige US-Präsident Bill Clinton stellte in Gesprächen damals einen ganz direkten Zusammenhang her zwischen den palästinensischen Flüchtlingen und denen, die aus der arabischen Welt vertrieben wurden. Dabei schlug er die Einrichtung eines internationalen Fonds vor, der beide Seiten für die entstandenen Verluste kompensieren sollte. Mit dem Hinweis auf das Schicksal der Juden in arabischen Ländern nach 1948 sollte die palästinensische Seite zur Aufgabe der Forderung nach einem Rückkehrrecht für alle Flüchtlinge nach Israel motiviert werden. Leider ist das nur diskutiert worden. Wir wissen alle, Camp David ist gescheitert. Seither gab es immer wieder Anhörungen zum Thema. In jüngster Zeit, das hat es eine gewisse Publizität erfahren, zum Beispiel im Juli 2008 gab es eine Anhörung dazu im Europäischen Parlament und im gleichen Jahr auch im House of Lords in Großbritannien. Hinzu kommt, dass natürlich auch das Ganze mehr Publizität gewonnen hat, weil sich Gruppen wie Justice for Jews in Arab Countries gebildet hatten und die in Koordination mit dem World Jewish Congress und zwei weiteren Dutzend jüdischer Organisationen sowie dem Justiz- und Außenministerium des Staates Israel sich zur Aufgabe gemacht haben, die Aufmerksamkeit der internationalen Öffentlichkeit auf das Schicksal der jüdischen Flüchtlinge zu lenken. Ihre Vertreibung und ihre viele Jahre andauernde Notsituation soll stärker in den historischen Narrativ eingebunden werden. Für die jüdischen Flüchtlinge ist es sehr unverständlich, dass die Generalversammlung der Vereinten Nationen im Jahr 1977 einen internationalen Tag der Solidarität mit dem palästinensischen Volk eingeführt hat, zum Thema Vertreibung von Juden aus der arabischen Welt aber weiterhin beharrlich schweigt. Ihr Ziel ist daher auch nicht etwa die Rückkehr in die Länder, aus denen sie vertrieben worden sind. Das wünschen sich, glaube ich, die wenigsten angesichts der Verhältnisse dort. Vielmehr geht es um eine Bestandsaufnahme des von den Regierungen zwischen Marokko und dem Irak beschlagnahmten Eigentums sowie ihre internationale Anerkennung als Flüchtlinge überhaupt. Genauso wenig steht die Negierung der palästinensischen Ansprüche auf Entschädigung für sie auf dem Programm. In Israel selbst gingen übrigens die Verantwortlichen in der Vergangenheit mit dem Thema lange sehr, sehr zurückhaltend um. Anfang der 50er Jahre erklärte Israels damaliger Außenminister Moshe Sharel zwar vor der Knesset den Wert des vom irakischen Staat beispielsweise beschlagnahmten Eigentums erfassen zu wollen, um diesen eventuellen materiellen arabischen Ansprüchen auf dem Territorium Israel zu verrechnen. Und 1969 initiierte Jerusalem erneut eine Initiative, zwecks Bestandaufnahme überhaupt des gesamten oder des geraubten jüdischen Besitzes in der arabischen Welt. Also immer irgendwie, was hat man besessen, wie kann man das in Diskussion und Restitution zur Sprache bringen. Und generell haben sich eigentlich alle israelischen Regierungen mit der Forderung nach einer Kompensation sehr, sehr zurückgehalten, und zwar bis zum heutigen Tag. Zu groß war einfach die Furcht,
dass man dadurch den palästinensischen Forderungen nach einer Rückkehr oder einem finanziellen Ausgleich automatisch zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen würde. Selbst in den israelisch-ägyptischen Friedensverhandlungen in den 70er Jahren wurde das Thema ganz nur am Rande gestreift. Doch ein Thema, um das seit einigen Jahren definitiv heftig gestritten wird, sind die 2003 im Rahmen der Eroberung Bagdads durch US-Truppen sichergestellten alten jüdischen Artefakte. Und zwar hat man dort auf dem Gelände des irakischen Geheimdienstes einen babylonischen Talmud beispielsweise von 1793, eine hebräische Bibel aus dem Jahr 1568 sowie ein Fundus von 2700 Büchern und Dokumente aus mehreren Jahrhunderten irakisch-jüdischer Geschichte gefunden, die dort einfach herumlagen. Die Amerikaner haben die Sachen nach Amerika gebracht, die haben die Sachen restauriert, teilweise digitalisiert. Und jetzt steht es seit Ewigkeiten zur Debatte, man hat es aber noch nicht gemacht, gibt man diesen Fundus an den Irak, an den Staat Irak zurück. Und das wiederum gefällt sehr vielen Juden irakischer Herkunft natürlich nicht. Sie sagen, das soll nach Israel kommen, wo halt die absolute Mehrheit der ehemaligen irakischen Juden und ihre Nachkommen leben. Israel soll halt diese Dokumentensammlung erhalten. Zudem gibt es seit 2014 einen Gedenktag, der an die Flucht und Vertreibung von Juden aus arabischen Ländern erinnern soll. Und zwar ist es der 30. November, denn am 29. November, also heute haben wir auch den 29. November 1947, hatten die Vereinten Nationen ja die Teilung des Palästinas beschlossen, die dann einen Tag später diese Dynamik, wo man dann einen Tag danach als Gedenktag für die darauf einsetzende Dynamik einführen wollte, die dann halt Juden in der arabischen Welt betraf. Außerdem hat sich fast ein Drittel der Juden aus arabischen Ländern ein anderes Land als Israel zur neuen Heimat ausgesucht. Der Gedanke, dass Israel nun ihr verloren gegangenes, ihr geraubtes Eigentum als Verhandlungsmasse bei der Aufrechnung mit palästinensischen Ansprüchen benutzen könnte, gefällt vielen sephardischen Juden, die außerhalb Israels in Frankreich, in Amerika leben, überhaupt nicht. Ja, damit möchte ich abschließen und zur Diskussion übergehen und mich freuen, wenn Fragen sind.